Hallo und herzlich willkommen zurück bei Marie's Salon du Livre und heute geht es um den Mid-Year-Book-Freakout-Tag. Sprich, ich halte Rückschau, schaue mir an, was habe ich in den letzten 6 Monaten im ersten Halbjahr 2023 an Büchern gelesen. Dazu gibt es jede Menge Fragen und die kommen jetzt. Dieser Book-Tag schwirrt ja zurzeit in Booktube herum. Ich mag den Tag, weil es mir dann doch wieder auch die Möglichkeit gibt, bei anderen vorbeizuschauen, was sie denn als besonders gut erachtet haben oder eben auch nicht, welche Fortsetzungen herumgehen. Und ich schaue mir den wahnsinnig gern an. Also wer sich jetzt angesprochen fühlt, bitte macht den Tag, weil er ist echt spannend, interessant und man geht so ein bisschen in sich und schaut sich an, was habe ich denn bisher gelesen? Oh ja, das war super. Ah ja, das war die Enttäuschung oder so. Das macht wirklich Spaß. Und an alle Zuseherinnen und Zuschauer, gerne unten in den Kommentaren her mit euren Antworten zu diesen 13 Fragen, Enttäuschungen, Überraschungen und so weiter. Da gibt es jede Menge zu entdecken. Nehme ich jetzt einmal an und ich beginne mit Frage 1. Überraschend. Was war das beste Buch, das du in diesem Jahr gelesen hast? Das Jahr 2023 war bisher gut, aber es war nicht überragend gut. Also es war jetzt nicht so, dass ich sage, ich hatte jede Menge 5-Sterne-Plus-Bücher. Also die kann ich an einer Hand, behaupte jetzt einmal, abzählen. Und schlussendlich habe ich mich aber dann für das Buch entschieden, das mir sehr ans Herz gegangen ist. Und zwar von Bettina Storks, Die Kinder von Beauvallon, erschienen im Diana Verlag. Die Geschichte hat mich auf mehreren Ebenen wirklich sehr berührt und mitgenommen. Wir befinden uns im Jahr 1965 und begleiten Agnes, die als Radiomoderatorin, nennen wir es einmal, sehr weibliche Themen ansprechen muss. Und es ergibt sich für sie dann die Gelegenheit, ihr Chef übergibt ihr Dokumente, die zeigen, dass es im Ort, im französischen Ort Dieu-le-Fille, sowas wie ein Wunder gegeben hat. In diesem Ort Dieu-le-Fille, den es tatsächlich gab, sprich das Buch beruht auf Tatsachen, haben jüdische Kinder den Holocaust überlebt. Nicht nur jüdische Kinder, sondern auch Resistanzmitglieder, Widerständler, politisch Verfolgte, dann jede Menge Menschen haben dort überlebt, weil das Dorf zusammengeschwiegen hat, nennen wir es so. Und Agnes geht jetzt dieser Spurensuche nach, weil sie eigentlich auch schon eine sehr persönliche Geschichte damit verknüpft. Ihre Freundin wurde damals in dem Ort, wo sie gewohnt haben, verschleppt nach Südfrankreich in ein Übergangslager und sie ward nie mehr gesehen. Und diese zwei Geschichten verbinden sich dann. Und was Bettina Storks in ihren Büchern wirklich kann, ist, sie hat diese Tatsachen, verwebt sie in eine fiktionale Geschichte. Eine Figur in diesem Buch kam bereits in einem ihrer anderen Romane vor. Und was mir da gut gefällt, ist, du hast diese 60er Jahre, wo Frauenselbstbestimmung noch nicht sehr groß geschrieben wurde. Wir haben die 40er Jahre mit all dem Horror, der mit einhergeht. Aber dennoch dieser Sonnenschein oder dieser Lichtstreifen am Ende des Himmels, am Ende des Tunnels, dieses Hoffnungsvolle zu sehen, okay, es gibt immer noch Gutes im Menschen. Und das Buch lässt einen hoffnungsvoll zurück und nicht zerstört, sondern sie gibt einem einfach den Ausblick zu sagen, ja, die Menschheit ist nicht schlecht. Wir reden es uns leider manchmal wahnsinnig schlecht und zurzeit tun wir das im höchsten Maße. Also das ist in diesem Halbjahr jetzt auf jeden Fall das beste Buch. Es wird auf jeden Fall in meiner Highlight-Liste 2023 wieder auftauchen. Ja, bin sehr froh, dass ich es lesen durfte. Ich habe da ein Rezensionsexemplar von meiner Lieblingsbuchhandlung bekommen und ich kann es jedem nur ans Herz legen, der sich für diese Zeit auch nur ansatzweise interessiert.
Frage Nummer 2. Was war die beste Fortsetzung dieses Jahr? Ich habe die Frage ein wenig aufgedröselt. Ich habe daraus 2 gemacht. Beste Fortsetzung und das beste Ende einer Fortsetzung. Das finde ich jetzt einfach passender. Beste Fortsetzung, da nehme ich her Ilona Andrews Teil 6 und Teil 7. Teil 6 heißt Geheime Macht, Teil 7 Tödliches Bündnis. Stadt der Finsternis, übersetzt wurden beide Teile von Bernard Campen. Und jedes Mal, wenn ich denke, oh ja, jetzt, das wird der Höhepunkt der Reihe gewesen sein, kommt noch etwas und toppt das Ganze. Diese Kate Daniels-Reihe ist wirklich genial. Ich höre sie nur. Also ich habe sie zwar als Bücher da, aber ich höre sie, weil die Sprecherin einfach das so super macht, das ist Gabriele Blum. Ich höre da wahnsinnig gern zu und bin echt gespannt, was da noch kommt. Es sind insgesamt 11 Teile bisher. Also die Reihe ist fertig, aber es kam jetzt eine Fortsetzung der beiden Autoren, des Autoren-Ehepaars. Meine Freundin hat dieses schon gelesen und ist ebenfalls noch sehr begeistert. Also ich glaube, dass das hoffentlich auch noch übersetzt wird. Das Ende einer Reihe. Das Ende einer Reihe, ich finde das immer sehr tragisch und traurig, wenn ich von einer Reihe Abschied nehmen muss. Und das war eine grandiose Trilogie. Und zwar von Andreas Izquierdo, die Wege der Freiheit Trilogie mit dem letzten Teil Labyrinth der Freiheit. Erschienen alle Teile im Dumont Verlag. Und wer sich für die 10er Jahre des 20. Jahrhunderts und die 20er Jahre des 20. Jahrhunderts, vor allem in Berlin, interessiert, ist mit diesem Buch sehr, sehr gut beraten. Es war ausgesprochen, also diese Trilogie war so richtig gut. Fiktionale Geschichte, verwoben mit Ereignissen, die damals stattgefunden haben, die zeichnen ein Bild des Berlins damals. Erschütternd, wirklich furchterregend, entsetzlich und so eindringlich, dass man das Buch kaum mehr aus der Hand legen kann, beziehungsweise alle 3 Bücher gehen runter wie Öl. Unfassbar gut, mir haben die 3 Bücher so gut gefallen und ich vermisse die 3 Hauptprotagonisten Karl, Arthur und Izzy. Es ist unfassbar, wie sehr sie mir ans Herz gewachsen sind und ich freue mich immer, wenn es was Neues von Andreas Izquierdo gibt. Es kommt, glaube ich, im Herbst wieder was Neues. Auf jeden Fall, diese Trilogie rund um Berlin kann ich mehr als nur empfehlen. Die ist super genial. Ich habe das Gefühl gehabt, ich komme schlauer aus der Reihe raus, als ich reingegangen bin. Frage Nummer 4. Auf welche Neuerscheinung freust du dich in der zweiten Jahreshälfte? Ich bin nicht so der Vorausschauer. Ich weiß zwar schon ungefähr, auf was ich mich freue, was ich so im Blick habe, aber ich glaube, ich freue mich am meisten auf den neuen David Hunter von Simon Beckett. Ich blende euch das Cover ein. Ich weiß nämlich im Moment nicht genau, wie das Buch heißen wird. Ich bin gespannt, ob da dieser David Hunter-Flair wieder zu Trage kommt. Also ich gebe dem Autor auf jeden Fall noch diese Vorschusslorbeer, weil David Hunter eine geniale Figur war. Und dann schauen wir mal, ob er uns wieder überzeugen kann mit seiner Cleverness und mit seinem doch manchmal tollpatschigen Gehabe. Was war deine größte Enttäuschung in diesem Jahr? Die kann ich euch nicht zeigen, weil die habe ich schon hergegeben. Ich tue das ja jetzt immer, wenn mir am Ende des Monats ein Buch nicht so sehr gefallen hat, dann kommt es weg. Im Februar habe ich in einem Buddy Read gemeinsam mit der Jordana in guten wie in schlechten Tagen von Tayari Jones gelesen. Und wir waren uns einig, das war wohl nix. Ein Wort mit X, das war wohl nix. Es geht um ein Ehepaar. Die Ankündigung und die Werbung, die damit gemacht wurde, es ist die Liebesgeschichte schlechthin und hin und her. Die ist bei uns, also diese Liebesgeschichte ist bei uns nicht angekommen. Es geht um ein junges Ehepaar, das kurz nachdem sie verheiratet wurden, auseinandergerissen wird, weil er eines Verbrechens beschuldigt wird. Und was das aus dem Ehepaar macht. Und ehrlich gesagt, ich hätte mir eine Liebesgeschichte erwartet, die kam nie, weil ich das Ehepaar von Anfang an nicht verstehen konnte. Für mich gab es da in diesen 2 Personen einfach keine Liebe für den anderen, sondern nur für sich selbst.
Und also mir hat es überhaupt nicht gefallen. Und die Jordana war meiner Meinung, ich war ihrer Meinung, war nicht gut. Wobei ich dazu sage, okay, wir haben es gemeinsam gelesen, hatten vielleicht auch nicht die Mega-Erwartungen, aber irgendwie war es einfach, es war richtig enttäuschend. Und die zweite Enttäuschung, die ich euch auch noch kurz zeigen werde, ist, glaube ich, vom März, April, Mai irgendwann, von Carsten Henders Apfelblütenfest. Denn da war die Enttäuschung riesig, da erwartete ich mir eigentlich eine richtig tolle emotionale Geschichte und die habe ich aber nicht bekommen. Es geht um, ich weiß nicht einmal mehr, wie die zwei geheißen haben, es geht um einen Mann, der eine Apfelfarm in der Normandie betreibt, eine junge Frau, die auf eine Stellenanzeige, die auf einem auf einem alten Baum eingeritzt worden war, antwortet. Und diese Stellenanzeige ist aber über 25 Jahre alt und sie kommt dann dorthin, trifft auf den Schreiber mehr oder weniger, auf den Ritzer von dieser Stellenanzeige und bringt irgendwie alles durcheinander. Aber da ist nichts rübergekommen, absolut nichts. Da war das Flair in der Normandie, das Setting hat mir nicht gefallen. Die zwei Figuren, die meiner Meinung nach überhaupt nichts verbunden hat. Da war kein Kribbeln, da war kein Funken, da war gar nichts. Und dann gab es noch eine Side-Story, die es meiner Meinung nach nicht gebraucht hätte. Und ja, na, das war wirklich nichts. Also das hat mir überhaupt nicht gefallen. Da bin ich wirklich enttäuscht. Deswegen ist schon ausgezogen. Was war die größte Überraschung dieses Jahr? Es gibt einige Sachen, aber schlussendlich zeige ich euch den ersten Teil der August-Emmerich-Reihe von Alex Baer, Der zweite Reiter. Erschienen bei Blanc Vallée. Ich kenne Alex Baer bereits aus ihrer Reihe Unter Wölfen, beziehungsweise aus Daniela Lacher, hat sie Thriller geschrieben, richtig gute Thriller. Und ich habe mich ja lang, unter Anführungszeichen, geweigert, das Buch ist lang bei mir gelegen. Und als ich es dann zur Hand genommen habe, war es wow, mind-blowing. Aufgrund dieses Buchs und auch Labyrinth der Freiheit von Andreas Sciarra habe ich begonnen, mich mit dieser Zeit vor dem Ersten Weltkrieg, während und auch danach ein bisschen näher zu beschäftigen. Ich habe ein bisschen nachgelesen, habe mir Fachliteratur dazu geholt. Das waren spannende Zeiten, fürchterliche Zeiten in Großstädten. Gell? Also ich möchte zu der Zeit nicht gelebt haben, weder als wenn ich in dieser Zeit lebe, nur bitte reich, weil alles andere wäre nicht zu ertragen gewesen. Die Wohnsituation, die medizinische Versorgung, Lebensmittel, entsetzlich. Und das ist so gut rübergekommen, dass ich eben dabei bin und sage, ich muss da mehr wissen. Und dieses mehr Wissen herauszufinden, warum es diese Konflikte gab und so weiter, was dann die Konsequenz aus dem Ersten Weltkrieg war, ist echt spannend. Und deshalb ist es für mich die Überraschung des Jahres, weil es mich dazu gebracht hat, mich näher mit dieser Zeit zu befassen. Neuer Lieblingsautor oder neue Lieblingsautorin. Ich gehe jetzt nicht so weit zu sagen, es ist eine neue Lieblingsautorin, die ich da gefunden habe, sondern ich habe eine Autorin gefunden, deren Bücher mich interessieren und die ich weiter verfolgen werde. Und zwar in dem Fall ist es Mechthild Bormann, in dem Fall Feldpost, erschienen bei Drömer. Danke nochmal an die Beate fürs Empfehlen. Das war schon ein richtig guter Roman. Das war gut recherchiert, gut rübergebracht. Keine Happy-Peppy-Literatur, das sage ich gleich. Aber Mechthild Bormann hat mich damit sehr, sehr neugierig gemacht auf ihre weiteren Bücher. Die sind jetzt alle einmal auf meiner Wunschliste. Ich habe noch keins gekauft. Aber ja, ich denke schon, dass es da noch Nachholbedarf zu Mechthild Bormann geben wird. In dem Buch geht es in Feldpost geht's um eine junge Frau, die in einem Café sitzt. Dann kommt eine ältere Dame zu ihr und fragt, ob sie sich dazusetzen darf, weil das Café sonst gefüllt ist. Und lasst dann, als sie geht, einen Koffer liegen. Und in diesem Koffer findet sich Feldpost, ein paar Karten und noch ein paar Dokumente. Und die Frau ist eine Anwältin, Cara Russo, macht sich auf die Suche nach der Besitzerin dieses Koffers und mehr oder weniger entblättert damit eine Geschichte rund um diese Feldpostbriefe. Tolle Geschichte, nicht sehr einfach zu lesen. Es ist auch nicht sehr dick, gell? Aber da ist ganz viel Inhalt dahinter. Da gibt es einen Aspekt der NS-Zeit, oh, den ich so schon am Schirm hatte, aber in einer Geschichte noch nie so verpackt gesehen habe. Deshalb mein
ja, Lieblingsautorin vielleicht nicht ganz richtig, aber eine Autorin, die ich unbedingt im Auge behalten werde. Wer ist dein neuer Fictional Crush? Da gäbe es jede Menge Anwärter. Entschieden habe ich mich schlussendlich für den, mit dem ich mich wirklich gerne mal unterhalten würde, beziehungsweise den ich gerne mal beobachten würde. Und zwar wäre es Lord Westcliff Marcus aus The Wallflowers von Lisa Kleypers, erschienen im Goldmann Verlag. Übersetzt wurde das Buch von Babette Schröder und Wolfgang Thon. Das ist eine vierteilige Reihe und es geht da um vier Mauerblümchen, die am Beginn einer Saison zusammensitzen, kaum miteinander sprechen, diese Hürde des Nichts-Miteinander-Sprechen überwinden und gemeinsam sich Ehemänner besorgen möchten. Also ich tue das jetzt mal so salopp beschreiben. Lillian ist Amerikanerin und nicht auf den Mund gefallen, sagt, was sie denkt und nicht gut, aber sie kann halt nicht über ihren Schatten springen und das brave englische Mädchen mimen, das geht gar nicht. Marcus dagegen ist Lord Westcliff, weiß seine Manieren einzusetzen, er verliert niemals die Kontenance und sie reizt ihn bis aufs Äußerste. Aber wirklich, ich kann mir so richtig vorstellen und das muss so ungemein erfrischend sein. Also denen zwei zuzuschauen, hat mir einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und deshalb war Marcus für mich in diesem Jahr sicherlich einer der prägendsten Figuren, weil er sich lang nicht eingestanden hat, dass er für Lillian doch was empfindet und versucht hat, diese Maske aufrechtzuerhalten. Es war einfach so super nett zu lesen. Also ich mochte es wirklich sehr gern und da kann ich alle vier Teile sehr, sehr empfehlen. Ich habe sie verschlungen jedes Mal, wenn ich gewusst habe, oh, jetzt kommt wieder was Neues. Ich war sofort in der Buchhandlung bestellt, vorbestellt, alles da, weil ich wollte gleich weiterlesen. Habe ich auch in der Zwischenzeit gemacht, sprich, die habe ich, ich glaube, der erste Teil ist im Dezember erschienen und der letzte jetzt im April oder so und alle sind schon gelesen. Wer ist dein neuester fiktionaler Lieblingscharakter? Auch nicht so einfach und bin dann gelandet bei Olivia aus Mr. Wrong Number von Lynn Painter, erschienen im Goldmann Verlag, übersetzt von Stephanie Retterbusch und das ist der erste Teil, ich glaube der Spicy Summer Romance oder so ähnlich, die alle in einem wunderschönen Bonbon zuckerfarbenen Cover mit Buchschnitt daherkommen und ich mochte Olivia deshalb, weil sie anfangs als tollpatschig so beschrieben wird, ein bisschen salopp und sehr slapstickmäßig, was sie aber nicht wirklich ist, sondern sie hat einfach diese Gabe, im Hier und Jetzt zu leben und manchmal einfach die Konsequenzen aus den Augen zu verlieren, ohne jetzt jemanden zu schaden oder so, sondern einfach, ja, wenn sie tanzt, dann wirft sie ihre Hände umher und dann kann es halt sein, dass sie eine Lampe trifft oder so. Ich mochte sie unheimlich gern, sie war lebensfroh, sie hat nie den Mut verloren, sie hat immer versucht, für sich das Beste herauszuholen, ohne auf Kosten anderer zu leben oder so. Ich habe sie einfach gemocht, ich finde Olivia toll, toller Charakter, gut beschrieben, gute Entwicklung und in Mr. Wrong Number geht es um Olivia, die, und da kommt jetzt dieser Tollpatsch ins Spiel, als sie die Liebesbriefe ihres Ex-Freundes verbrennt, ihr ganzes Haus abfackelt. Jetzt ist das Abfackeln vom ganzen Haus, das wird dann wieder ein wenig relativiert und zieht dann bei ihrem Bruder ein, der mit seinem besten Freund Colton, Colin, also Colin zusammenwohnt und Colin ist der Feind ihrer Jugend. Und sie machen im Grunde genommen da weiter, wo sie aufgehört haben, mit diesem gegenseitigen sich anstacheln. Gleichzeitig erhält sie mysteriöse oder seltsame Nachrichten von irgendeiner Nummer, die sie nicht kennt und deshalb Mr. Wrong Number. Ich mag Olivia, die ist mir im Gedächtnis geblieben und deshalb ist sie eine meiner Lieblingsfiguren aus dem Jahr 2023. Welches Buch hat dich zum Weinen gebracht? Ich glaube, ihr wisst in der Zwischenzeit, ich bin sehr nah am Wasser gebaut, ich weine oft. Merci-Werbung, McDonald's-Werbung oder sonst irgendwas kann passieren, dass ich weine. Und
bei einem Buch, das, zu dem ich eigentlich sehr spontan gegriffen habe, weil die Zeit reif war, wusste ich, dass ich weinen werde. Und zwar für Emma Rabbit Hayes von Anna McPartlin, erschienen im Rororo Verlag, und übersetzt wurde das Buch von Sabine Lengsfeld und Katharina Naumann. Es ist die Fortsetzung von Die letzten Tage der Rabbit Hayes und der Name ist Programm. Wir erfahren ganz viel über Rabbit, die am Ende von Buch 1 stirbt, und dieses Buch schließt nahtlos an. Und es geht dann in den nächsten 2 Jahren darum, wie ihre Familienmitglieder, ihr Bruder, ihre Tochter, ihre Eltern und ihre beste Freundin über ihren Tod hinwegkommen. Was sie in deren Leben bewegt hat, wie viel sie von ihnen mitgenommen hat. Und ja, es ist schon sehr traurig. Aber es lässt einen auch nicht hoffnungslos zurück. Das ist bei mir ganz, ganz wichtig. Anna McPartlin hat Romane, die super toll sind, und dann hat sie welche, die einfach nur irgendwie so wischiwaschi sind und nicht den Punkt treffen. Aber in diesen beiden Büchern und in noch einem anderen, das da oben liegt, und zwar Irgendwo im Glück, hat sie den Ton getroffen. Sie weiß, worauf sie hinaus will und was für sie wichtig ist. Und für Emma Rabbit Hayes, wenn man Die letzten Tage der Rabbit Hayes gelesen hat und irgendwie wissen will, wie geht es mit den Familienmitgliedern weiter, dann kann ich das empfehlen. Aber natürlich muss man sich auf eine emotionale Reise einstellen. Das Gegenteil nun. Welches Buch hat dich glücklich gemacht? Das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Aus welchem Buch geht man glücklich hervor? Mit einem Strahlen, mit einem Lächeln? Und es gibt welche, die einem gefallen haben und über die man gelacht hat, aber dann ist die Frage, hat es mich glücklich gemacht? Und schlussendlich habe ich zu Weil morgen ein neuer Tag beginnt von Rebecca Ryan, erschienen im Lübbe Verlag und übersetzt von Antonia Zauner, entschieden. Es geht um Emily Turner, die eine BBC-Dokumentation sieht und feststellt, sie ist die durchschnittlichste Person in England. Dramatization. Durchschnittliche Haarfarbe, Augenfarbe, durchschnittliche Größe, Schuhgröße, Beruf, alles mega Durchschnitt, sogar ihr Nachname ist Durchschnitt. Also alles, der Vorname, Nachname, alles durchschnittlich. Und dann ist die Frage, wie verändere ich das? Und jetzt seien wir uns ehrlich, Emily macht einen kleinen, ja, depressiven Schub durch. Und das ist schwierig. Ich glaube, schlecht aufgelegt oder schlechte Gedanken hat jeder schon einmal von uns gehabt. So eine depressive Phase kann dann klinisch werden, aber Emily, ich sage jetzt nicht, dass sie sich einen Tritt gibt, aber sie macht kleine, winzig kleine Schritte, und es funktioniert meiner Meinung nach nur mit winzig kleinen Schritten. Wenn man einen großen Schritt macht, wie zum Beispiel, ich höre jetzt auf zu rauchen, dann ist es eine mega Challenge. Ich bewundere jeden, der das durchzieht, der das durchhält. Also das ist super. Aber ich glaube, dass die Veränderungen im Kleinen beginnen. Und das macht Emily. Und es ist ein Buch, das nicht ganz so locker von der Hand geht, weil es manchmal schwer ist, sich das anzuschauen, den Rückschlag zu sehen und sich selber zu denken, ja, ich verstehe dich, gute Frau, ich verstehe das so gut. Und am Ende hat es mir aber glücklich gemacht, weil man sich selbst dann gut erkennen kann und sagen, ja, ich hätte es ähnlich gemacht und ich hätte es vielleicht ähnlich so durchgezogen, mit den Rückschritten, mit den Enttäuschungen, aber schlussendlich hat es mich glücklich zurückgelassen. Das muss ich echt zugeben. Es war ein sehr interessantes Buch. Habe ich in meinem Tirolia Buchabo als erstes Buch bekommen und war mega begeistert. Also das war extrem gut ausgewählt. Vorletzte Frage. Was ist das schönste Buch, das du dieses Jahr gekauft hast? Das ist in diesem Jahr gar nicht so einfach zu beantworten. Kurzer Exkurs. In diesem Jahr gibt es ganz, ganz viele Bücher mit wunderschönen Buchschnitten, mit wunderschönen Covern. Ist in der Zwischenzeit in der Bookbubble auch die große Frage, muss man das ständig unterstützen? Braucht es das, um Bücher zu verkaufen? Ich verstehe die Diskussion. Ich mag schöne Bücher, das muss ich jetzt auch zugeben. Und
wenn ich einen schönen Buchschnitt habe oder so, dann greife ich natürlich sehr viel lieber zu dem Buch. Klar, ich lese es dann auch sehr viel lieber und das geht auch recht ratzfatz dann bei mir, diese Buchschnittbücher. Und ich glaube, das Schönste war in diesem Jahr Wedding Season von Katie Burchell, erschienen bei Piper. 7 Hochzeiten und ein Totalausfall. Und übersetzt wurde das Buch von Sonja Rebernick-Heidegger. Und warum ist es so schön? Ah, ich finde das Cover richtig süß, aber der Buchschnitt mit diesen, ich glaube, es sind Pfingstrosen. Ich kenne mich bei Blüten nicht aus oder bei Blumen, aber ich glaube, es sind Pfingstrosen. Und also ein Schätzchen, genauso wie ihr Vorgänger Undercover Bridesmaid. Ich mag dieses Cover, ich mag das Buch, ich finde es wunderschön. Worum geht es? Es geht um Freya, die am Tag vor ihrer Hochzeit von ihrem Verlobten sitzen gelassen wird. Einfach so. Es ist alles geplant, es ist alles da und die Hochzeit findet nicht statt. Das Problem ist, sie fühlt sich gedemütigt, verletzt, natürlich alle Gefühlswelten kommen darf, stürzen darf sie ein. Und sie weiß, dass sie in diesem Jahr noch auf 7 weitere Hochzeiten eingeladen ist. 7 Hochzeiten, an denen sie eigentlich als verheiratete Frau, sie hätte die Saison eröffnet, teilnehmen hätte sollen und nun ist alles dahin. Und boah, das stelle ich mir wirklich furchtbar vor. Natürlich bist du mit so einem Schicksal, mit so einer Geschichte auch noch im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Freya hat aber super tolle und nette Freunde und die erstellen für sie eine Liste an Aufgaben. Eine Aufgabe pro Hochzeit, die sie abarbeiten muss. Meist recht, wie soll man sagen, banale Aufgaben. Falls ihr das wollt, ich zeige euch das jetzt, dann könnt ihr es durchlesen, auf Stopp drücken, durchlesen. Und diese 7 Aufgaben muss sie bewältigen. Und was ich an Katie Burchell so mag, ist, dass sie nicht unbedingt eine Liebesgeschichte mit einwebt. Also es kommt eine klitzekleine Liebesgeschichte vor, die gibt es auch schon bei Undercover Bridesmaid, aber sie gibt auch klar und deutlich zu verstehen, man muss nicht verheiratet sein oder in einer Partnerschaft, um als Frau glücklich zu sein. Man kann sich selbst auch manchmal genügen, man kann auch für sich selbst einen Weg finden, der gut ist und vielleicht findet sich dann jemand, der einen begleitet, aber schlussendlich muss man mit sich selbst im Reinen sein, um auch wirklich glücklich zu sein. Ich mag die Elternpassagen immer sehr gern. Schon bei Undercover Bridesmaid haben wir Eltern im Blick, die einfach das Glück ihres Kindes in den Vordergrund stellen und nicht, hast du jetzt einen neuen Freund, wann heiratest du endlich, wann bekommen wir Enkelkinder? Also diese typischen Fragen, die oft in Romanen vorkommen, die werden wir hier nicht finden. Ich stehe drauf, ich mag das Cover, ich mag den Buchschnitt, ich mag das Buch, ich mag die Autorin, die bleibt weiterhin in meinem Regal und hoffe, dass bald wieder was kommt von ihr. Bei der letzten Frage geht es um, welche Bücher möchtest du noch bis zum Ende des Jahres lesen? Alle? Dann müsste ich einfach jetzt aufhören zu arbeiten und nur noch lesen. Funktioniert nur mit Plan B. Plan B wäre Lottogewinn. Das Problem ist, ich spiele nicht Lotto. Also muss ich weiter arbeiten und habe mir jetzt ein Buch herausgesucht, das ich bis zum Ende des Jahres unbedingt lesen möchte, weil es zurzeit in aller Munde ist. Also wirklich, du kannst nicht auf Instagram gehen, Facebook, BookTube, wohin auch immer. Ich bin nicht bei BookTok, da wird es wahrscheinlich noch viel schlimmer sein und würdest dieses Buch nicht finden. Fourth Wing, Flammen geküsst von Rebecca Jaros, erschienen im DTV Verlag. Ich weiß leider nicht, wer es übersetzt hat. Erste Auflage mit diesem Buchschnitt. Ich hoffe, man sieht das. Ja, so sieht man es. Könnte man es erst. Richtig schön gestaltet. Da haben sie sich nicht lumpen lassen. Ja, wunderschön. DTV Verlag sehr gelungen. Allerdings ist dem Verlag jetzt innerhalb von einem knappen halben Jahr zweimal ein ähnlicher Fehler passiert. Sie haben die Bücher scheinbar an die Buchhandlungen ausgeliefert, ohne Sperrvermerk, sondern die Bücher sind angekommen, die Buchhandlungen haben sie ins Display gestellt und verkauft wie die warmen Semmeln. Somit haben viele, die am Erscheinungsdatum hingehen wollten und sagen, ich kaufe mir das Buch, keinen Farbschnitt mehr bekommen, weil er schon ausverkauft war. Dann hat es ganz viele Beschwerden gegeben, dass Leserinnen und Leser das Buch extra bestellt haben, um den ersten
Farbschnitt zu bekommen, damit keinen mehr bekommen haben. Wie sowas passieren kann, verstehe ich jetzt nicht. Man weiß ja, wie viele Vorbestellungen man hat. Wie gesagt, das ist im Dezember letzten Jahres, glaube ich, war es ähnlich mit Crash and City 2. Da gab es auch diese Thematik rund um den Farbschnitt. Und inhaltstechnisch habe ich alles schon gehört. Von jubelnden, mega tollen Stimmen bis hin zu dem super tollen Verriss. Sprich, ich habe da 5 Sterne zu 1 Sterne. Ich habe da so viele verschiedene Meinungen, dass ich gedacht habe, gut, ich habe es jetzt, das habe ich in Deutschland gekauft. Ich war im Juni in München mit einer Freundin und habe es gesehen und gesagt, okay, das nehme ich jetzt mit. Und bin, wie soll ich sagen, hin und her gerissen. Mal schauen, es sind Drachen, da kommen Drachen vor und Drachen sind super. Ich mag Drachen, ich mag sie noch lieber als Gestaltwandel, aber gut, ich kann auch mit normalen Drachen recht gut umgehen. Was ich recht gut finde, ist Artikel 1, Absatz 1, der Kodex der Drachenreiter. Ein Drache ohne seinen Reiter ist tragisch, ein Reiter ohne seinen Drachen ist tot. Violets Traumschrift, gelernte von einem renommierten Basgiat War College zu werden, zerplatzt je, da sie als Tochter der Generalin am Auswahlverfahren der Drachenreiter teilnehmen muss. Das erste Jahr wird nicht einmal die Hälfte aller Bewerber überleben, denn Drachen binden sich nicht an schwache Menschen, sie fackeln sie nieder. Ja, ist okay. Die meisten Kadetten wollen Violet allein aufgrund ihrer Herkunft niederstrecken. Besonders Xaden, der mächtigste und skrupelloseste unter den Geschwaderführern und ohne Frage auch der attraktivste. Ausgerechnet ihm wird Violet unterstellt. Sie wird jeden Vorteil nutzen müssen, wenn sie überleben will. Denn am Basgiat War College haben alle eine Agenda und es gibt nur 2 Wege hinaus. Den Abschluss machen oder sterben. Klingt mega gut. Es klingt wirklich interessant. Ich habe schon gehört, dass diese Violet, den Traum, Schriftgelehrte zu werden, anscheinend sehr, sehr schnell abschüttelt und das viele irgendwie als nicht ganz okay finden. Aber egal, ich möchte es lesen, damit ich irgendwann sagen kann, ich habe es gelesen, ich weiß, um was es geht, halb gerechtfertigt oder eben, nö, war es jetzt nicht wirklich. Ich glaube, das wird spannend. Das waren die 13 Fragen zum Mid-Year Book Freak Out Tag. Wie ich finde, sehr spannende und interessante Fragen. Am leichtesten fiel mir die Antwort zu den Enttäuschungen. Bei den anderen Fragen kam es zu Zwiegesprächen mit mir selbst. Gut, dass ihr da nicht zugehört habt. Und wenn ihr die Antworten, also die Fragen beantworten wollt, bitte gerne in den Kommentaren entweder alle oder auch nur Teile. Was mich interessiert, sind natürlich eure Erwartungen an die Neuerscheinungen. Welche habt ihr da schon mehr oder weniger aufgeschrieben? Das ist etwas, was ich wahrscheinlich bei mir einziehen lassen werde. Das interessiert mich sehr. Eventuell gibt es im August ein Neuerscheinungsvideo. Muss ich mich aber erst ein wenig damit beschäftigen, weil so großartig habe ich noch nicht nachgeschaut. Weil, manches Mal ist dann schier zu viel an Input, wo man sagt, oh, hätte ich gern, oh, das klingt gut. Ich bin ja jemand, ich vermute hinter jedem Klappentext die perfekte Geschichte. Das ist gefährlich, das ist sehr, sehr gefährlich. Ich denke, das Video hat jetzt schon eine gewisse Länge und deswegen verabschiede ich mich schnell von euch. Ich wünsche euch einen schönen Tag, eine tolle Woche. Lasst es euch gut gehen, bitte bleibt gesund und vor allem sucht euch guten Lesestoff. Viert euch, bis bald.